Herzlich willkommen zum Testbericht der De'Longhi EC685 Espressomaschine. Die Einsteiger-Espressomaschine schlechthin und ein wahrer Bestseller in der Kategorie der Siebträgermaschinen. Für ca. 150 Euro erhält man eine Maschine, mit der man sowohl Kaffee brühen als auch Milch aufschäumen kann. Die Maschine ist dabei in 4 verschiedenen Farben erhältlich, und zwar in Schwarz, Silber, Weiß und Rot. An der Seite der Maschine befindet sich ein silberner Drehschalter, mit welchem man die Dampfwanze ein- und ausschalten kann. Auf der Vorderseite befinden sich 3 Druckknöpfe, 2 davon für den Bezug eines einzelnen oder eines doppelten Espressos, und der rechte Knopf ist für die Aktivierung der Dampfwanze. Der Wassertank auf der Rückseite der Maschine ist funktional und hochwertig verarbeitet und fasst ein Volumen von 1 Liter Wasser. Die Siebe sind mit einem doppelten Boden ausgestattet, welcher dafür sorgt, dass eine bessere Crema entsteht. Diese doppelten Böden sind mittlerweile auch herausnehmbar, sodass sich das komplette Sieb einzeln reinigen lässt. Der Lieferumfang der De'Longhi Espressomaschine umfasst 2 Siebe für die Zubereitung eines einzelnen oder eines doppelten Espressos und ein Sieb für die Benutzung eines Kaffeepads. Der Kern der 685 Espressomaschine ist ein Thermoblock-Heizelement. Der Fuß der Kaffeemaschine lässt sich in verschiedene Einzelteile zerlegen und verfügt über einen roten Schwimmer, welcher nach oben kommt, sobald die Abtropfschale der Maschine voll ist. Dadurch kann es vermieden werden, dass die Abtropfschale überläuft. Für die Zubereitung eines einfachen Espressos muss die Maschine natürlich in erster Linie angeschaltet werden, wodurch die ca. 40-sekündige Aufheizphase beginnt. 40 Sekunden ist dabei ein hervorragender und sehr schneller Wert, wodurch die Maschine auch morgens problemlos eingesetzt werden kann, wenn man einmal nicht so viel Zeit hat. Anschließend sollte natürlich der Wassertank mit Wasser befüllt werden und dann kann auch schon der Siebträger mit einem passenden Sieb versehen werden, in unserem Fall das Sieb für einen einfachen Espresso. Im Idealfall besitzt man eine richtige Mühle. Für den Anfang kann man natürlich auch schon auf gemahlenen Kaffee zurückgreifen, der über einen entsprechenden Espresso-Mahlgrad verfügt. Unsere Empfehlung ist es, den beigefügten Plastiktemper relativ schnell durch einen richtigen Temper zu ersetzen. Dieser macht mehr Spaß in der Handhabung und erzielt bessere Ergebnisse. Vor dem eigentlichen Brühvorgang sollte mit der Maschine ein kurzer Leerbezug ohne Siebträger stattfinden. Dadurch kann die Maschine auf die endgültige Temperatur aufheizen und alle Elemente, die in Berührung mit Wasser kommen, werden durch die Temperatur aufgewärmt. Außerdem erhält die Tasse schon eine gewisse Grundtemperatur, weshalb der Kaffee und die spätere Crema besser erhalten bleiben. Über den rechten Druckknopf heizt die Maschine weiter auf und geht in den Wasserdampfmodus. Zum Milchaufschäumen sollte die Düse kurz unterhalb der Oberfläche der Milch gehalten werden. Das Kännchen aus Metall zum Milchaufschäumen ist leider nicht im Lieferumfang enthalten. Am Anfang tut es aber eine hohe Tasse ebenso. Die Zubereitung eines guten Milchschaums bedarf auf jeden Fall einiges an Übung. Man sollte darauf achten, dass der Milchschaum schön feinporig bleibt und keine großen Luftblasen zu sehen sind. Anschließend kann man durch leichtes Drehen und Klopfen den Milchschaum noch so homogen wie möglich machen. Und mit etwas Geduld und Begeisterung für das Ganze sind nach ein paar Wochen auch die ersten Latte Art Figuren machbar. Für einen Latte Macchiato gehen wir genau andersherum vor und brühen zuerst den Kaffee in unser Milchkännchen. Wer kein Milchkännchen besitzt, kann natürlich auch ein anderes Gefäß nehmen. Das Milchkännchen besitzt lediglich den Vorteil, dass man den Kaffee nachher sehr kontrolliert in den Milchschaum schütten kann und dadurch die Schichten des Latte Macchiatos besser zur Geltung kommen. Beim Latte Macchiato kann die Milch direkt im Glas aufgeschäumt werden. Das Prinzip bleibt allerdings das gleiche. Man probiert, die Düse kurz unterhalb der Milchoberfläche zu halten und sehr große Luftblasen zu vermeiden. Anschließend sollte der Milchschaum noch eine kurze Zeit stehen, da man dadurch später eine bessere Schichtung des Kaffees und der Milch erzielen kann. Und nach kurzer Zeit und ein wenig Übung hat man schon einen Latte Macchiato wie aus seinem Lieblingscafé. Kommen wir nun zum Fazit unseres Testberichts nach 6 Wochen täglicher Benutzung der De'Longhi EC685. Die 685 ist nicht umsonst Bestseller bei Amazon, sie ist wirklich einsteigerfreundlich, besitzt eine einfache Bedienung, ein sehr hochwertiges Design und eine gute Verarbeitung, und mit ein bisschen Übung ist auch ein Latte Art fähiger Milchschaum machbar. Außerdem ist der Brühdruck der Maschine sehr gut, selbst wenn man das Kaffeemehl einmal sehr fest im Siebträger verdichtet.
Der Fakt der Einkreisermaschine ist eher für fortgeschrittene Leute ein Problem. Der Tamper aus Plastik reicht für den Anfang, sollte aber schnell durch einen richtigen Tamper ersetzt werden. Außerdem kann man Probleme beim Einsetzen des Siebträgers bekommen, wenn zu viel Kaffee im Sieb ist. Und zu guter Letzt haben wir den automatischen Kaffeebezug noch in Klammern gesetzt, da man die Wassermenge beim Brühen nicht frei definieren kann, sondern immer nur einen einfachen oder doppelten Espresso auswählen kann. Insgesamt macht es aber einfach Spaß, die Maschine zu verwenden, da sie hochwertig verarbeitet ist und einen tollen Kaffee zubereiten kann. Den umfangreichen Testbericht zur Maschine finden Sie auf unserer Webseite. Der direkte Link zur Maschine befindet sich unten in der Videobeschreibung.